So, da sind wir schon wieder zurück, nämlich mit der zweiten Aufgabe, nämlich bewege dich im freien Fall durch Ringe in Steamy Stacks. Kurze Erklärung da schon dafür, in Steamy Stacks sind zwei große Schornsteine, so, ich sag schon, Kraftwerke. Und da müsst ihr halt im freien Fall reinfliegen. Aber das machen wir gleich zusammen. Kurze Info an alle Neuen. Wir machen bei uns auf dem Kanal, ich sage extra uns, weil wir alle sind im Prinzip der Kanal. So, kurze Info, wir machen Custom Games mit Preisgeld. Wenn du Lust hast, damit zu machen, gerne Abo da lassen, Glocke aktivieren. Die Glocke aktivierst du nicht für mich, sondern für dich. Weil so kriegst du halt mit, wenn die Livestreams sind. Auf Insta mache ich das Ganze auch immer öffentlich, weil zurzeit, ihr wisst es ja, die Benachrichtigungen bei YouTube sind einfach eine Katastrophe. Aber so, also kein Wunder, alles können die wahrscheinlich auch nicht unter einen Hut kriegen. So, wenn du natürlich auch noch Skins gewinnen willst, eventuell, weil ich habe gesagt, bei 800 V-Bucks, wenn wir die voll haben, verlose ich immer einen Skin aus dem Shop. Also, Kurzfassung ist, Abo dalassen, Glocke aktivieren, wenn du Lust hast auf Custom Games mit Preisgeld oder zum Beispiel einen 800 V-Bucks Skin. Das Wichtigste ist, wenn du den Skin haben willst, wie du hier auch schon siehst, ES Moonlight hat es schon getan, einfach eine Freundesanfrage schicken an yt-family-hack. Warum müssen wir das Ganze machen? Zeige ich euch auch direkt. Hat nämlich einen ganz simplen Grund. Wenn wir jetzt mal hier nämlich in den Shop reingehen und ich sage einfach mal, das hier wäre jetzt ihr Skin, dann muss ich ja hier als Geschenk kaufen machen und du siehst ja, da kann ich dann ganz einfach euch das schicken. So 600, zack, zack. Aber das geht halt nicht bei jedem. Nämlich, wir müssen leider Gottes 2 Tage miteinander befreundet sein. Bedeutet, desto früher du natürlich die Freundesanfrage rausschickst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir logischerweise 2 Tage schon miteinander befreundet sind. Wann ich die Skin-Verlosung mache, sage ich halt immer im Shop-Video. Also ich mache da nicht mehr einzelne Videos drüber, dann und dann machen wir die Verlosung, sondern wirklich im Shop-Video sage ich, heute Abend können wir denen den Skin verlosen. Dann mache ich über die Community noch eine Umfrage und dann entscheiden wir quasi gemeinsam, ob wir einen Skin heute raushauen oder eben nicht. So, dann, ich muss es diese Woche wirklich machen. Erstmal wieder vielen, vielen Dank an alle, die diesen Kanal unterstützen. Jetzt nicht nur wegen den 200 Euro von Jan, sondern allgemein. Ich zeige euch einfach mal gerade spaßeshalber einfach die Spendenliste und die ist schon lang. Also 27 Leute haben wir inzwischen schon entweder Geld gespendet oder eben Skins, Emotes, Tänze, Tarnungen. Also wie gesagt, ich kann da wirklich an jeden Einzelnen aus dieser Liste nur Danke sagen. Weil allein, wenn ich meinen Spind angucke, inzwischen ist schon bald die Hälfte davon geschenkt. Zum Beispiel gestern habe ich hier den Weihnachtsskin geschenkt bekommen, plus noch den Gartenzwerg. Den hier habe ich geschenkt bekommen, den habe ich geschenkt bekommen. Also wie gesagt, ich kann da immer wieder nur Danke sagen. Und da geht wirklich jeder einzelne Gruß an euch raus. So, dann was die Custom Games betrifft, das interessiert bestimmt auch einige, die gehen noch bis am Sonntagabend. Also morgen, wo ich Geburtstag habe, wird auch definitiv weiter gestreamt und ihr habt die Möglichkeit noch Siege zu holen. Der erste hat zurzeit 14 Siege. Also ihr seht schon, einer setzt sich da ziemlich deutlich durch. Wenn ihr meint, ihr seid besser, gerne vorbeikommen, probiert es einfach aus und dann schauen wir einfach mal, wer der Beste in meiner Community ist. So, ich würde sagen, wir gehen aber jetzt mal rein in die Aufgabe, einfach nur um euch zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Kurzfassung halt nochmal, wenn du Bock hast auf Custom Games mit Preisgeld, wenn du Bock hast auf Skins, dann gern abonnieren, kostet euch nichts. Wie gesagt, ihr seht ja, die Aufgaben mache ich wirklich alle für euch. Dann, ihr wisst ja hier, Ladebildschirmzeit, gleich Likezeit, Kommentierzeit und wenn noch kein Abonnent bist, dann jetzt auf Abonnieren drücken. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal rein. Bei Gruppenkeile ist halt das Problem, wir müssen Glück haben, wie die Zone ist. Weil ich weiß nicht, ob wir drüber gleiten können, aber wir werden es natürlich probieren. Und perfekt. Genau so brauchen wir die Zone. Nämlich, wenn ihr rausspringt. Wie gesagt, warte, wo ist mein Controller? Hallo. Lecks sind wieder inklusive gerade. Man kennt es. Donnerstags kommen die Aufgaben raus. Lecks sind da. Wir müssen hier oben rechts hin. Ganz simpel. Ich gebe euch den Tipp, springt direkt raus dann und macht direkt den Gleiter auf, bis ihr da drüber seid. Also ich zeige euch direkt mal, wie das Ganze funktioniert. Einfach
direkt raus und zack, direkt den Kleider aufmachen. So, dass ihr halt wirklich da drüber seid. Und ihr seht schon, die Lecks sind echt. Also Donnerstag ist echt immer Katastrophentag. So, wir gleiten jetzt einfach mal direkt da drüber. Wie gesagt, es ist egal, ob ihr in den rechten springt oder in den linken. In beiden ist definitiv ein Ring drin. Und da müssen wir halt dann gleich, wenn wir den Fallschirm wieder zumachen, einfach durchfliegen. Mehr müsst ihr da eigentlich überhaupt nicht machen. Dann haben wir noch die Aufgabe mit den Munitionskisten. Die haben wir gleichzeitig auch hier. Also so könnt ihr eigentlich zwei Aufgaben gleichzeitig miteinander machen. Guck mal, ihr seht jetzt, in beiden ist dieser Ring drin. Und es ist egal, in welchen ihr reinspringt. Hauptsache, ihr fliegt im freien Fall dadurch. So, dann würde ich sagen, machen wir das Ganze jetzt. So, jetzt hoffe ich nur, dass ich auch wirklich da durchfliege. Achtung, ich bin selber nervös. Und zack. Mehr müssen wir hier einfach nicht machen. So, wann kommt hier der erste? Ja, kriegen wir noch einen Kill geholt. Traut sich einer? Na, sieht nicht so aus. Also, eigentlich ziemlich simpel die Aufgabe. Dürfte für jeden machbar sein. Wir gucken mal gerade, ob hier direkt noch eine Munitionskiste ist. Ne, hier nicht. Gerade gucken hier unten drunter. Und ihr wisst ja, auch wenn es nicht funktioniert, ihr könnt hier nochmal hoch. So hoch wie es geht. Nochmal den Gleiter aufmachen. Und dann habt ihr hier nochmal die Chance, genau so reinzufliegen. Also, ich zeige es euch nochmal. Ah, hier ist doch eine Munitionskiste. Falls ihr daneben fliegen solltet, ihr könnt so einfach wieder hoch. Nein. Hoch, 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 hoch. Bis zum höchsten Punkt. Und dann den Fallschirm aufmachen. So, da müssen wir eigentlich immer noch drüber sein. Und dann wieder. Warte. So könnt ihr wieder in freien Fall kommen. Also, falls ihr das. Es kann ja sein, dass ihr daneben springt. Ich gucke mal gerade hier. Ah, hier kann ich es zeigen. Hier kann ich jetzt einfach den Fallschirm wieder haben. Nee, jetzt. So könnt ihr das Ganze auch machen. Wie ihr gesehen habt, jetzt haben wir beide geholt, aber müsst ihr natürlich nicht. Aber so kann man es natürlich auch machen. Also wenn ihr einmal daneben springt, ist nicht schlimm. Die Aufgabe ist... LOL. Wann kriegt man mal zwei Scars in einer Runde? So, mal gerade gucken, ob hier noch Munitionskisten sind. Nein. So, einer fliegt hier immer noch rum. Wo ist der denn? Ich krieg hier noch einen Kill hin. So, und hier habt ihr auch gleichzeitig schon die andere Aufgabe mit diesen Seilrutschen. Aber das kommt dann natürlich in einem anderen Video. Warte, wo ist er? Zack, und da haben wir unseren Kill. Gucken, ob wir den auch noch bekommen. Yep. So, noch einer. Weil hier wird natürlich jetzt einige hinkommen. Hier seht ihr, hier sind immer noch so viele Munitionskisten, auch wenn hier ziemlich viele landen. Und jetzt ist sogar die Zone noch hier. Warte mal gucken, ob wir den auch noch kriegen. Schon der zweite, der mir eine Pump geben wollte. Und die Lex, es liegt nicht an mir. Das liegt echt an Fortnite. Ich habe keinerlei Datenverlust. So, hier war auch noch eine Munitionskiste. So, kriegt man in einem Leben ohne Heilung auch noch einen dritten hin? Ja. Gucken, wo der ist. Hier oben. Lol. Also noch der vierte. Wundert euch nicht, warum ich Bonus-EP habe. Das ist einfach, weil ich so viel Custom-Games mit euch mache. Da werde ich glaube ich jetzt sterben. Komm. Dackelt der denn rum? Ach, da hinten.
Komm. Komm, zeig dich. Ah, da kommt schon der nächste. Das ist halt das Geile einfach an Dings, an Gruppenkeile. Du hast eigentlich immer was zu tun. Und ihr habt natürlich auch den Stress nicht. So, einen will ich jetzt aber noch holen. Müsste eigentlich jetzt hier hinter der Tür sein. Ist er doch unter mir? Da haben wir den auch noch. Also 4 Stück weggeholt mit einem Leben. Ist nicht schlecht. Aber das war's dann jetzt auch damit. Wie gesagt, habt's euch gezeigt. Einfach links oder rechts. Und wenn ihr daneben springt, ist das Ganze auch nochmal einfacher zu klären. Einfach nochmal hochgleiten lassen und dann ist das Ganze immer noch machbar. So, ich hoffe, das Ganze hat euch halt wie gesagt gefallen. Die anderen Aufgaben werde ich natürlich gleich auch noch für euch hochladen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein. So, jetzt müssen wir noch die Maus finden und...